Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge. Es geht einfach direkt weiter. So. Aber ich kann noch irgendwas Spezielles machen. Komme gerade so vor, wenn ich gerade irgendwas vergessen hätte. Naja. Ah ja, genau. Den Wecker stellen. Ja. Jetzt noch 10 Minuten Folgen haben und so. So, der läuft jetzt. Taking up turf. What you think you back on the set? I told you that, bruh. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. So, dann müssen wir jetzt gleich mal Graffitis überspringen gehen. Ich glaube, irgendwie der Radio wäre ein bisschen laut, also das mache ich jetzt lieber mal aus. Obwohl ich es dann noch nachträglich eigentlich verstellen könnte, die Lautstärke. Genau wie mir die Autofahrgeräusche ziemlich laut vorkommen. Aber egal, naja. Packen wir einfach mal hier. So. Watch for those rollers as I tag this up. Sehr schön. Bin stolz auf dich. Wie schön du das hinbekommst. So. Da drüben ist schon mal noch mal eins. Wer auch immer da drin wohnt. So schön, dass ich jetzt schon direkt von der Polizei verfolgt werde. Boah. Ich hätte noch kurz achten müssen, ob da irgendwo ein Polizist ist. Schön, dass der Polizist gerade nicht schlägt. So. Mist. Alter, Alter. Ich habe das schon öfters mal hinbekommen, ohne dass die Polizei mich direkt gefragt hat, aber naja. Machen wir es dieses Mal halt so rum. Alter, was mache ich denn hier gerade? Ich habe das Fahren hier in dem Spiel völlig verlernt. So, komm. Schön eingepackt. Sehr schön, sehr schön. So, komm. Sehr schön, dass der Stand noch weg ist und so. So, kurz mal warten. Das Polizeiauto ist da, gell? An der Stelle ist grundsätzlich hier ein Polizist. Entweder läuft hier gerade so ein Polizist entlang, oder da steht ein Auto, oder es kommt manchmal auch ein Polizeimotorrad vorbei. Aber jedes Mal ist es was anderes. Ich hab die Mission jetzt ja schon öfters mal gespielt. So, komm. Jetzt ist frei, oder? Ja. So, komm. Ja, da wäre schon fast schon wieder ein Polizist gekommen. Ja, wäre jetzt natürlich nicht so toll. Bin ich halt dann irgendwann vorbeigerannt. Da hinten ist auf jeden Fall noch eins. Dann müssen wir hier drüber über den Zaun. Sehr schön. Komm. Oh, schon über 1,6 Dollar noch. Da können wir schon. Also wir haben auf jeden Fall noch genug, aber wir bekommen ja eh nach fast jeder Mission noch mal Geld. Und Respekt. Bekommen wir auch. Sehr schön. Oh, ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, der Polizei gerade da ist. Ich bin gerade so bossmäßig konzentriert. So, komm. Da wird's bloß noch das da hinten, oder? Da gibt's hier in der Gegend noch eins. Das habe ich jetzt ganz... Ja, ich weiß, dass es meine Erzfeinde sind. Ja, ich hab's gelesen. So, komm. Geht drüber. Das Gute ist, wir können die jetzt so kurz ein bisschen... You gonna stay cool now. Get that fool. So schön, dass wir jetzt schon wieder verfolgt werden. Auf jeden Fall kann man.
Er kann mal den in Auge und Nase und Mund so reinsprühen, dass es den vollen Augen wehtut. Ja, toll. Toll. Jetzt hätte ich die andersrum machen. Na, komm, egal. Jetzt sind die eigentlich andersrum gedacht, die Graffitis, dass ich erst die mache und dann die danach. Ja gut, jetzt habe ich die erst gemacht. Auf. Jetzt muss ich es nochmal machen. So, aber. So, komm. Jetzt haben wir es aber, oder? Ja. So. Get us back to the hood, CJ. Ja, ich fahr schon zurück ins Viertel. Ja, Lukas. Und ja, wir kommen ohne etwas zu rammen hier die durch. Sehr schön. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Did someone die in your mouth? You know what this is? Wie viel Geld wir wohl hatten, bevor uns die ganzen Polizisten das Geld abgenommen haben. So. Gibt's hier irgendjemand, der vielleicht ein Messer dabei hat? Toll, das wird schon wieder verfolgt werden. Ich hoffe mal, der Anruf bleibt noch ein bisschen, weil ich will mich jetzt mal in Sicherheit bringen. Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Ah ja, jetzt hab ich schon wieder runtergesprungen. Bin so gut. Komm. Ach, komm, da kann man doch, glaube ich, auch hoch, oder? Komm hier auch hoch. Der schrägen Kante nicht, an der Kante hier. Auch nicht, sehr gut, dann geht anscheinend doch eher bloß der Weg hier. So, gehen wir mal da hoch. Auf das Dach kommt man übrigens auch. Nicht, sehr schön. Da war ich aber auch schon mal irgendwie oben. Weil es jetzt gerade irgendwie nicht funktioniert. Gut, dann gehen wir lieber erstmal auf das Dach da hinten. Auf unser Ereignis. So. Da hinten gibt es nämlich was. Nämlich gibt es hier eine Spraydose. Die haben wir schon genommen. Aber egal. So. Gehen wir direkt gerade mal wieder speichern. Wir haben ja noch irgendwie eine Minute irgendwas. So. Mal kurz speichern gehen. Und dann geht's in der nächsten Mission, in der nächsten Folge wahrscheinlich mit der nächsten Mission weiter. Diesmal speichere ich hier. So, mache ich jetzt direkt gleich weiter. In der Mission, ich glaube, ich mache noch in der Folge weiter, oder? Keine Ahnung. Die Folge geht jetzt noch eine Minute 30 oder so. Hui, ich renn durch. Gibt's hier irgendjemanden, der ein Messer dabei hat? Die hier können ein Messer dabei haben. Don't hit me, I might cry. Nicht ins Haus rein. So. Gut, die hat ein Messer dabei. Jetzt habe ich ein Messer. Am Messer kann man nämlich genau das machen, was ich jetzt gleich mal kurz zeige. Da kann man nämlich schön viel Geld verdienen, weil das Geld am Boden ist, gibt es in der Cut-Version auch nicht. Da braucht man einen Cut, um das machen zu können und dann schönes Geld mitnehmen zu können. Falls der Typ auch ein Geld verliert. Was der hier gerade nicht gemacht hat. So, nochmal. Hat verliert die Geld. Oh, richtig viel Geld. Mein Lieber. Sehr schön. Der hat bestimmt auch Geld dabei, oder?
Ja, der hat auch Geld dabei. Weiß mal, gehe ich nochmal kurz weg, dass die Polizisten mich nicht mehr sehen. So. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, gell? Tschüss.